Hallo, hier ist der Christoph von Schnauers58 und ich möchte euch heute mal drei klassische Klappmesser vorstellen von der Firma Olbertz und zwar der Marke Schlieber. Es sind drei baugleiche Messer von der Form her und unterscheiden tun sie sich eben in den Klingen. Wir haben an diesen Messern eine klassische Hechtklinge. Und jetzt kommt der Unterschied. Hier haben wir noch eine Rückenspitzklinge, würde ich mal sagen. Und an diesem Messer haben wir eine sehr scharfe Säge. Diese Messer werden immer noch in Solingen hergestellt. Messingplatinen, alle Messer Messingplatinen, Neusilberbeschläge. Und bei diesen klassischen Klappmessern ist die Klinge immer aus C75, also aus einem rostenden Kohlenstoffstahl. Diese Messer, das sind die Klassiker, wie sie schon 100 Jahre von unseren Opas und Vätern schon in der Tasche getragen wurden. Und ich habe hier eins, das ich schon 3 Jahre immer mit mir herumtrage. Man sieht es an der Klinge, die ist schon sehr gebraucht. Das ideale Messer zum Schnitzen und Essen zubereiten. Mit so einem Messer geht man nie verkehrt. Die Griffbeschalungen hier sind jetzt hier eingefärbter Knochen in Braun, hier eingefärbter Knochen in Rot. Und hier haben wir Delrin. Dieser Kunststoff, der auch von anderen Firmen sehr gern genommen wird für diese Taschenmesser. Jo, die Firma Olbertz gibt es ja auch schon seit ewigen Zeiten. Ein kleiner Familienbetrieb in Solingen, die immer noch diese klassischen Taschenmesser herstellen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal, der Christoph. Tschüss.